Moin Leute, was geht? Ich bin der Flomo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf der gewohnten Strecke auf dem Weg zu meinem Bruder, weil ich heute mit meinem Bruder einige Reparaturmaßnahmen bzw. Austauschmaßnahmen um mein Bike vornehmen möchte. Because ich bin ja in dem letzten Video bzw. vorletzten Video auf die Schnauze gefallen. Shit! Shit! Weil ja durch das Umfallen mein Hebel für die Fußbremse und mein Hebel für die Vorderradbremse teilweise abgebogen, umgeknickt oder angebogen sind. Angebogen ist das richtige Wort, denke ich mal. Habe ich diese neu bestellt. Das hat mir schlappe 100 Euro gekostet. Und die werde ich jetzt mit meinem Bruder montieren. Wir sind da. Das Bike ist aufgebockt. Ich fühle mich wie ein Dulli, weil ich hier wieder stehe mit meinem Helm. Wir fangen an damit, dass wir die Handbremse, die Vorderradbremse einmal abbauen. Dafür brauchen wir einen 10er Nuss, einen Schraubenzieher. Gehen hier von unten ran. Sei doch eine 10er Nuss. Hä? Dann ist eine 10er, keine 8er. So, wir machen das Ding hier unten ran, das Ding hier, und dann lösen wir das. Boah, so fest. Das, die Halsschraube, by the way, beste Werkbank. So, jetzt müsste man das einfach rausziehen können. Da müsste man vor 2 Minuten arbeitet, damit ihr den Schalter nicht kaputt macht. Das ist der alte Hebel, der sieht so aus, und jetzt kommt der neue Hebel, der sieht so aus. Dafür brauchen wir einmal den neuen Bolzen. Der neue Bolzen, die neue Mutter. Hebel, ran da. So. Bolzen durch da, Bolzen durch da. Warum passt der Bolzen nicht durch da? Jetzt. Ah, ich muss die Schrauben. Erstmal nur handfest anziehen, damit ist der Bremshebel wieder heil. Das Gefühl ist etwas tiefer als der andere seit dem Umfallen, aber das kann man ja leicht wieder ändern, indem man hier einmal aufschraubt. Dafür brauchen wir 10er, 8er. Ich hasse es, warum ist nicht jede Schraube dieselbe? 8er. Knarre, jalla. So, dann kann man das Ganze ein wenig höher stellen, wie es einem gefällt. Et voilà, so tauscht man seinen Bremshebel aus und stellt ihn ein. Jetzt kommt der, meiner Meinung nach, glaube ich, kompliziertere Schritt. Wir müssen jetzt einmal diese Fußraste austauschen. Das ist die alte. Dafür habe ich mir gedacht, werde ich einmal hier die Schutzblende abschrauben, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen muss. Bei der Handbremse, Vorderradbremse, wusste ich, wie ich das machen muss. Aber bei der Hinterfußbremse nicht. Müssen wir hier den Splint öffnen. Dafür brauche ich wahrscheinlich eine Zange, die ich noch nicht hier habe. Wir müssen jetzt einmal die Fußraste abmachen. Dafür müssen wir den Splint hier lösen. So, ich hole nur eben eine Zange. Na Männer, kommt ihr voran? Spitze Zange. Die sieht gut aus. Hervorragend. So. Blind ist da. Jetzt können wir hier den Bolzen rausnehmen. So. Später muss man darauf achten, dass die Feder auch wieder richtig hier drauf sitzt. Aber es kommt erst. Nein, als Maul. Gott. Okay, ich mach mal eben kurz Helm absetzen und dann gucke ich weiter. Ist vollbracht. Jetzt ist ab. Man muss das ganze Teil abschrauben. Jetzt zeig's einmal. So hier dran, man muss die beiden Dinger lösen, schrauben,
Dann muss man hier den Splint auf der Rückseite lösen. Der ist hier so dran. Dann kann man das abziehen, dann hängt das hier alles so. Hier ist die der Zugtaster quasi für die Rückleuchte. Und dann, jetzt kann man das nämlich, so wie ich mir das nämlich gedacht habe, dass man das Ding hier abzieht, hier lösen. Dafür brauche ich jetzt eine Nuss. Ich würde mal sagen, eine 14er. Eine 15er. 15er Nuss. Ich besorge meine Nuss. So, ich habe eine Knarre. Mit einer 15er Nuss, die immer noch zu klein ist. Ich drehe durch. Ich habe mir eine Nüsse mitgebracht. So, 16er, die muss aber passen. Mich komplett aufmachen. Ich arbeite mit dem Imbus. So. So. Ich mache die ganze Zeit gerade wieder. So. So, Mr. Maschenmann. Jetzt so Stimme verzehren und sowas. So, Mr. Maschenmann. Ich möchte nicht gefilmt werden. Aber Sie haben noch eine Maske auf. Ich möchte nicht gefilmt werden. Aber okay. Lösen Sie das mal. Diese Schraube muss lose, damit das Ding da abkriegt geht und ich das Ding da abziehen kann. Die stramm, wa? Ich hab einen Problem, mach das selber kaputt, du. Ich will ja nicht der Buhmann sein. Problem aber löst sich, glaube ich, schon, oder? Mhm. War das schon so? Komm her, dann halt ich das fest. Und du drehst. Halt das weiter hinten fest, Flori, Winkel. Lastarm, Kraftarm. Bildungsfaktor erfüllt. Definier mal einen Hebel. Was ist ein Hebel? Ein Hebel? Ein Hebel ein ist langes ein starrer Körper um einen Drehpunkt gelagert, auf dem äußere Kräfte einwirken. Babam! Leute, wir haben es lose. Jetzt müssen wir noch hier die Schraube lösen. Dafür besorge ich mir nochmal einen Schraubenzieher. Jetzt Maul, Digga, jetzt die überdreht oder was? Ein Problem nach dem anderen. Ich will die nicht weiter kaputt machen. Die jetzt? Ja. Schon ja, ich weiß. Wir machen jetzt eine Schlitzschraube aus der Kreuzschraube. Dafür nehmen wir einen Dremel. Der wird jetzt noch eingerichtet. Von Maskenmann. Der hat keine Maske auf, deswegen filme ich ihn nicht. Das sieht gut aus. Mal sehen, ob wir die jetzt auch kriegen. So. Perfekt, jetzt geht's weiter. So, wir haben jetzt alles. Wir haben das alles ab. Eine neue Schraube. Ist mal Imbus, ist aber egal. Den hier, mit dem Loctite. Wir haben das hier. Und jetzt schrauben wir alles einmal wieder zusammen. Dafür stelle ich euch hier hin. Einmal der Unterschied. Crank. Ich hoffe, ihr habt das jetzt überhaupt gesehen. Jetzt kommt einmal das Ding hier wieder ran. So. Ja. Okay. Das ist richtig so. Kommt der jetzt mal hier durch. Zu weit gekürzt, glaube ich. Ich besorge mir eine neue Schraube. So, ich bin wieder da, hab eine neue Schraube. Jetzt brauche ich meinen Imbus. Imbus, beste Schraube, wo gibt. So, dann kommt der jetzt wieder hier rauf. Der kommt hier durch. Er kommt hier rauf, da braucht man übrigens auch nicht viel drauf achten. Der geht nur in eine Richtung drauf. Und jetzt kommt auf der Rückseite mit etwas Loctite. So, einmal schön Loctite drüber und rein mit der Schraube. Vielleicht ein bisschen viel Loctite drüber. So, wir haben das jetzt einmal mit Loctite festgemacht. Ich drehe die jetzt noch eben rein. Die muss immer so ein bisschen drauf achten, dass sie auch wirklich richtig sitzt. Ich muss wieder an die Werkelbank.
Also dafür braucht man auf jeden Fall so einen Dingstock. Schraubstock. Das ist jetzt handfester Kreis. Meiner Meinung nach auch, weil da jetzt Locktempo drin ist, das sollte nicht mehr sich lösen. Würde ich behaupten. Die hier wieder einhängen. Ich muss jetzt auch ein gutes Hilfsmittel bei sowas. Einfach so machen. Macht man so. Und schon hat man den Wurmschüler hier. Ich glaube, hier falsch rum. Und so haben wir dann die Rückholfeder wieder drin. Jetzt mache ich das, was ich eben schon gemacht habe beim Abbauen, nur rückwärts. Dafür knalle ich euch jetzt wieder einen Helm, nachdem ich den Akku gewechselt habe, und dann geht's weiter. Brauche ich jetzt erstmal die wieder rein. Dafür brauche ich die hier. Dann habe ich nämlich erstmal die richtige Einstellung wieder. So. So, jetzt brauche ich die Splinte. Zange habe ich noch hier. Brauche ich nämlich nur so einen kleinen Splint. So, jetzt kommt die Dinger hier wieder mit dran. Machen wir einmal die Zündung an. Ich brauche mir einen Schlüssel. Hm? Ja, es funktioniert. Es hat funktioniert. Ich muss das Schutzblech hier gleich noch so wieder vor. Das schraube ich schon mal an. Was bei sowas immer wichtig ist, dass wenn ihr eine Schraube festgezogen habt und dann die nächste schraubt und die festgezogen habt, dass ihr dann die davor nochmal festzieht, weil die sich dann gegenseitig quasi festziehen einmal. Du musst jetzt hier nur auf die Fußraste rauf. Müssen wir jetzt auf die Feder achten, dass die eingehakt ist. So, da haben wir dieser Bolzen. Fest, fest, fest. Den kann man nochmal nachziehen. Fest, hervorragend, klappt doch bisher gut. Also es war jetzt auf jeden Fall mehr Arbeitsaufwand, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt gleich noch der Blinker an. So, wir sind jetzt auf der Probefahrt und auf dem Weg nach Hause gleichzeitig. Ich bin soweit fertig. Das hat relativ einfach doch am Ende geklappt, war aber komplizierter, als ich mir am Anfang vorgestellt habe. Also das mit der Vorderradbremse war easy. Die Hinterradbremse war ein bisschen umständlicher und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Das muss ich jetzt von meinem Vater nochmal abchecken lassen. Dafür fahre ich einmal neben ihn. Guck mal gleich, ob meine Leuchte hinten funktioniert. Ich hoffe, jetzt am Ende des Videos, dass ich euch helfen konnte, wenn ihr das Problem hattet, so wie ich, es bei euch auch erfolgreich geklappt hat und euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch über ein Däumchen freuen. Das wäre ein Träumchen. Checkt auch gerne meine Social Media Seiten aus. Links sind in der Beschreibung und lasst ein Abo da, wenn ihr keine Videos von mir mehr verpassen wollt. Haut rein. Peace.